Liebe Freunde, wir möchten diesen Film der Kontrolle des Schwarmzustandes in den Bienenstöcken widmen. In Russland ist es jetzt die Mitte des Mai-Monats, die Schwarmzeit. Die gewöhnlich auf Ende Mai-Anfang Juni fällt, nähert sich. Wir haben die gleichen experimentellen Bienenfamilien, die im vorigen Mal den normalen Arbeitszustand gezeigt haben. Jetzt findet die Honigeinnahme von Gärten und Löwenzähnen. Bienen fliegen schnell genug und bringen Blütenstaub und Nektar. Trotz dieses zeigt unser Gerät die Verfügbarkeit der starken Schwärmtendenz in der Bienenfamilie. Äußerlich scheint alles normal zu sein. Werden wir die Untersuchung beginnen. Die Sonne hat hervorgeblickt und jetzt beginnen wir die Aufdeckung des Bienenstocks. Wir prüfen, ob unser Gerät sich nicht irrt. Also, hier ist es unser erster Bienenstock. Dieser Brut. Hier ist es die Auszugbrut und die Drohnenbrut. Die Drohnenbrut. In allen freien Plätzen. Das ist das klare Zeichen, die Vorbereitung auf die Brut. Aber wir beobachten noch keine Gebärmutterzellen. Die jüngere Brut. Und hier ist die Gebärmutterzelle. Sie ist erst zu errichten begonnen. Und hier gibt es keine Eier. Bringen es näher zur Kamera. Und in diesem Gebiet in der Mitte des Bienennestes wurden die Zellen für zukünftige Brutgebärmutterzellen umgebaut. Der nächste Rahmenbindestrich und hier ist die nächste begonnene Zelle für Brutgebärmutter. Die Zelle ist neu. Um sie liegen die für Drohnen umgebauten Zellen. Заложены трутневые личинки. Все личинки трутневые заложены. Кстати, здесь тоже расплод на крайней, даже на крайней рамке. Даже на крайней рамке. Der letzte Rahmen. Auch Bindestrich die Brut. Матку мы не искали. А вот еще подготовлено место под роевые маточники. Вот свеже отработанные мисочки. Und hier ist noch ein Platz für Brutgebären oder Zellen vorbereitet. Also, die Bienen haben ihre Brutstimmung vollständig gezeigt. Es gibt viele passive Bienen. Im zweiten Bienenstock hat unser Gerät den schwärmgrenzenden Zustand gezeigt. Es scheint aber, dass die Bienen sehr aktiv fliegen. Also Bindestrich, unsere Aufgabe mit dieser Bienenfamilie ist es, die Gerätzeugnisse zu prüfen. Ja, das Gerät zeigt das Schwärmen. Wir prüfen. Die geschlossene Brut. Und wieder sehen wir die Vorformen für Gebärmutterzellen. Die Zelle ist neu. Настроение уже видно. Это свежее. Точно видно, что это свежее. Это свежее. Да, она недостроенная, но она свежая. Полная рамка печатного расплода. Матки тут нет.
Hier sind die nächsten Vorformen für Schwarmgebären oder Zellen. Ganz neu. Die Schwarmprozesse hat begonnen. Zwei und noch ein. Ja, wir sagen noch einmal Bindestrich, der Schwarmzustand hat begonnen. Der Diagnostik war ganz richtig. Und hier ist noch eine Vorform. Die zukünftige Schwarmgebären oder Zelle. Also, wie wir uns versichern konnten. Unser Gerät zeigt ganz richtig den Bienenzustand. Ja, es gibt noch keine fertigen Gebärmutterzellen, Schwärme wird nicht morgen sein. Aber die Errichtung der Gebärmutterzellen ist schon begonnen. Und die Bienen befinden sich im passiven Zustand und verlieren die mögliche Honigeinnahme. Sie haben etwa 2 Wochen bis Schwärmen-Bindestrich die passende Zeit für den Bienenzüchter Maßnahmen, gegen die Passivität und das Schwärmen zu ergreifen. Vor solcher Zeit lasst unser Gerät Bindestrich Apivox Auditor Bindestrich den Anfang des Schwärmzustandes vorhersagen,